Thema heute: Textaufgaben in einfache Aufgaben umwandeln. Ich weiß, Textaufgaben können ein richtiges schlimmes Wort sein. Und ich mache es mal so vor, wie es durchaus einige immer wieder falsch gemacht haben. Beispiel: Aus einer 0,3 Dezimeter starken Eisenplatte sollen runde 25 Kilo Hantelscheiben mit einem Loch für die Hantelstange von 25 mm hergestellt werden. Welchen Außendurchmesser müssen die Scheiben haben? Dann heißt es meistens: So ein Mist, nochmal. Aus einer 0,3 Dezimeter starken Eisenplatte sollen runde 25 Kilogramm Hantelscheiben mit einem Loch für eine Hantelstange von 25 mm hergestellt werden. Welchen Außendurchmesser müssen die Scheiben haben? Verstehe ich nicht. Einfacher. Ich zeige mal, wie es einfach geht. Aus so einem Text würde ich auch nicht schlau werden, deswegen ab jetzt folgende Vorgehensweise. Grundsätzlich nicht anders. Ihr kennt das wahrscheinlich schon. Gegeben, gesucht, Lösung. Ich schreibe mir aus dem Text das Wichtige heraus und zeige dann, wie es noch einfacher werden kann. Also, aus einer 0,3 Dezimeter starken Eisenplatte, gut, stelle ich mir eine Eisenplatte vor und schreibe die Dicke ran. 0,3 Dezimeter. Das gefällt mir vielleicht gar nicht, aber das werden wir dann vielleicht noch ändern. Sollen runde 25 Kilogramm Hantelscheiben hergestellt werden? Na ja, gut, dann machen wir eine Hantelscheibe. So, rund. Mit einem Loch für die Hantelstange, das wird wohl in der Mitte sein, von 25 mm. Aha, 25 mm. Einheiten ranschreiben. Grundsätzlich wichtig. Welchen Außendurchmesser müssen die Scheiben haben? Ach so, naja gut, Außendurchmesser. Fragezeichen, Peng. So, jetzt geht's erstmal los. Jetzt müssen wir uns erstmal was angucken und sagen: Moment, ärgert mich, ich mache das gleich bunt. Hier habe ich 25 mm, hier habe ich 0,3 Dezimeter. Komm, ich mache hier 3 Zentimeter draus. Ich mache hier 2,5 Zentimeter draus. Sieht die Welt schon besser aus. Gesucht ist also folgendes: Außendurchmesser. Außendurchmesser. Zack. Kurzes Zeichen. Dann schaue ich ins Tafelwerk und überlege mir: Was ist denn das? Diese Hantelstange, Hantelscheibe. Was ist denn das geometrisch gesehen? Ist das nichts weiter als ein Hohlzylinder? Zwar ein bisschen komisch, weil der nämlich bloß ein bisschen hohl ist, aber es bleibt ein Hohlzylinder. Also schaue ich nach und überlege: Außendurchmesser, Außendurchmesser. Ich suche mir praktisch alles Mögliche und sage mir: Warte mal, hier entstehen ja auch diese 3 cm. Jetzt wird ja alles noch viel besser. Was habe ich denn für Größen gegeben? Ich habe eine Höhe gegeben, ich habe einen Innendurchmesser gegeben, ich suche einen Außendurchmesser und suche so lange, bis ich im Tafelwerk die Formel finde, die da heißt: V ist Pi Viertel in Klammern Groß D Quadrat minus Klein D Quadrat und dann mal H steht da. Ich übersetze es gerne in Körperhöhe. Wenn ich diese Formel gefunden habe, gucke ich mir nochmal meine Skizze an und sage: Naja, dann wird das wohl, und das kann man im Tafelwerk schön vergleichen, dann wird das wohl dieses Fragezeichen Groß D sein und das ist Klein D. Und wenn ich das habe, dann fange ich an zu rechnen. Dann setze ich ein und sage: Tja, V, Groß D habe ich noch nicht, Klein D Quadrat, H habe ich. Ich ersetze einfach mal das, was ich letzten Endes habe, und sage: Ja, V weiß ich noch nicht. Pi Viertel ist klar, das sind feste Zahlen. Groß D Quadrat weiß ich noch nicht. Klein D Quadrat, das weiß ich. 2,5 cm mal 2,5 cm. Also 6,25 Quadratzentimeter. Und die Körperhöhe von 3 cm weiß ich auch. So, und jetzt stehe ich an einem kleinen Problem und sage: Verdammt nochmal. Ach, die haben ja noch was anderes angegeben. Im Text steht ja, dass die 25 Kilogramm schwer sind. Was fehlt mir hier? Das muss ich sowieso ermitteln. V habe ich, M habe ich. Welche Formel hängt mit M und V zusammen? Ganz einfach. Eine Art Nebenberechnung ist Rho. Na, das Rho ist nicht schön. Jetzt auch nicht schöner. Naja, das liegt am Morgen. Rho ist gleich M durch V. Na, jetzt wird es leichter. Rho ist die Dichte. Die kann ich ablesen für Eisen. Die Dichte für Eisen, die weiß ich jetzt plötzlich auch. Rho
von Fe, Eisen, Stahl, fast alles ähnlich, ist 7,8. Jetzt muss ich aber die Einheiten mit dazu schreiben, Kilogramm pro Kubikdezimeter. Na wunderbar. Jetzt habe ich bei dieser Nebenrechnung diese Größe hier. Ich habe diese Größe, also diese und diese. Na ja, dann stelle ich das ganze Ding nach V um und rechne dann. Und wie wir das machen, das schreibe ich jetzt auf, halte aber das Video an. Am besten, wer das hat, macht das zu Hause mal. Erster Schritt, dieses Volumen ausrechnen. So, jetzt haben wir diese Einsetzarbeit geleistet. Das heißt, wir haben hier die 25 Kilogramm eingesetzt, teilen durch 7,8 Kilogramm und teilen nochmal durch Kubikdezimeter. Das heißt, das Kubikdezimeter kommt oben auf den Bruchstrich. Habe ich in anderen Videos schon erklärt. Einfach in anderen Videos nachschauen. Jetzt 25 durch 7,8 kann man tippen, ist 3,205, Achtung, Kubikdezimeter. Wenn ich hier aber drüben mit Zentimetern rechnen will, lohnt es sich, das in Kubikzentimeter umzurechnen. Drei Stellen. Tak, tak, tak. Weil 10 mal 10 mal 10.000 ist. Ne? Davon kommt es. Ich muss das dreimal mit sich selber mal nehmen. Gut, na jetzt ist der restliche Weg wieder leicht. Ich setze das also hier oben ein in meine Formel. Und dann wird es wirklich kinderleicht. 3.205 Kubikzentimeter ist gleich Pi Viertel und so weiter, wie es hier steht. Lieber eine Zeile mehr schreiben, schafft euch ein Schriftbild. Ein Bild sagt ja mehr als 1.000 Worte. Und jetzt geht der Tippeltappeltourkram weiter. Durch 3 cm, entweder ich mache es langsam, dann habe ich hier 3205 Quadratzentimeter durch 3. Warum? Ich zeige es nochmal. Kubikzentimeter stand hier oben. Wenn ich hier Kubikzentimeter hatte und teile durch Zentimeter, kann ich durch Zentimeter kürzen und dann bleibt hier Quadratzentimeter übrig. Ist gleich Pi Viertel. Jetzt Groß D Quadrat minus 6,25 Quadratzentimeter. Jetzt kann ich mir aber vorsichtig die Klammer noch nicht sparen, denn Pi Viertel wird auch noch damit mal genommen. Kleinen Moment, hier gibt es eine Frage. Danke für den Hinweis, ich hatte hier das Quadrat vergessen. Schön. Achtung, noch kann ich mir die Klammer nicht sparen, aber wenn ich jetzt sage, mich stört noch durch 4, nehme ich mal 4 und teile gleich durch Pi, habe ich den ganzen Kram auf einen Schlag fertig. Ich könnte jetzt hier schon rumtippen, würde ich aber keinem empfehlen, denn wenn ich das alles mit Zwischenergebnissen im Taschenrechner löse, geht es wesentlich leichter. Mal 4 durch 3, das ist die 3, und Pi, und hier hinter steht noch Quadratzentimeter. Ist gleich, und jetzt kann ich die Klammer weglassen, denn der Grund für die Klammer war ja, erst die Klammer und dann den ganzen Kram mal Pi Viertel nehmen. D Quadrat minus 6,25 Quadratzentimeter. Wie kriege ich das weg? Richtig, unbedingt, denn mich stören minus 6,25 Quadratzentimeter, also nehme ich plus 6,25 Quadratzentimeter. Und jetzt habe ich die ganze Formel fertig. Achtung, das darf ich natürlich nicht mit auf den Bruchstrich schreiben, sondern hier steht dann 3205 mal 4 Quadratzentimeter durch 3 und Pi, durch 3 Pi, plus 6,25 Quadratzentimeter ist gleich Groß D ach was. Wenn man an der Stelle angelangt ist, wäre es schade, hier D Quadrat zu schreiben, dann nochmal dahinter Wurzel und so weiter. Das wäre Schmuck am Nachthemd, das muss man nicht machen. Und jetzt kann ich hier tippen. Was kommt für eine Einheit raus, weiß man schon. Quadratzentimeter plus Quadratzentimeter bleibt Quadratzentimeter. Die Wurzel raus ist Zentimeter. Das heißt, die Zahl, die ich jetzt hier eintippe, die wird mir schon in Zentimetern geliefert. Und ich habe meine Antwort, der Außendurchmesser muss so und so weiter sein. Tipp mal wieder ein. Jetzt haben wir ausgerechnet und kamen 36,96 Zentimeter raus. Vorsichtig, man muss, wenn man die ganze Tipperei gemacht hat, trotzdem noch die Wurzel ziehen. Ich hatte mal ein paar Schüler, die haben vergessen, die Wurzel zu ziehen und hatten dann ganz locker geliefert 11.000 noch was Zentimeter. Da muss man sich dann fragen, 11.000 Zentimeter, 11.000 Zentimeter. Wenn ich hier zwei Nullen wegnehme, ach, ist ja noch schlimmer, das sind ja 110 Meter. Und das ist ein Wahnsinn. Auch wenn ich 1.000 Zentimeter rauskriege, 1.000 Zentimeter, dann ist es immer noch 11 Meter. Also 11 Meter Hantelscheibe, Donnerwetter. Das wäre dann ein bisschen dolle, ne? Dadurch merkt man das. So, nochmal. Dann kommt der Antwortsatz. Denn die Frage war, ich gehe nochmal in den Text, welchen Außendurchmesser müssen die Scheiben haben? Jetzt habe ich das und bei der Antwort mache ich mir nochmal klar, habe ich wirklich das Richtige gerechnet. Die Scheiben
Ich mache mal Pause und schreibe das dann auf. Also die Scheiben müssen 36,96 cm groß sein. Bei der Antwort macht man sich nochmal klar, ist das logisch? 36 cm ist ein bisschen länger als ein typisches Lineal. Guckt und sagt, naja klar, logisch. Eine größere Hantelscheibe wäre schon Wahnsinn. Also schon gar nicht in 11 Meter Größe. So, das ist die grundsätzliche Vorgehensweise. Ich fasse nochmal kurz zusammen und dann machen wir Übungen dazu. Bei einem Text mache ich mir sofort kleine Angaben. Kleine, wichtige. Mache mir schnell eine Skizze. Schreibe mir an die Skizzen entsprechend diese Dinge ran, die ich da habe. Und vervollständige nacheinander alles, aber immer nur um Kurzzeichen. Wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich den Außendurchmesser bezeichnen soll, dann schreibe ich eben Außen und dann kommt dieses Kurzzeichen für Durchmesser. Statt dass ich da Außendurchmesser als Wort hinschreibe. Immer so wenig wie möglich schreiben. Das ist der Trick an der ganzen Sache. So, dann Formel schnappen und so weit einsetzen, wie man kommt. Und dann an irgendeiner Stelle stutzt man und sagt, Mensch, hier fehlt ja noch was. Wie komme ich an das V ran? Dann entdecke ich, dass das Ding ja 25 Kilo schwer ist. Dann suche ich wieder die Formel. Suche eine Formel, die M und V irgendwie mit beinhaltet. Und wenn ich dieses finde, dann finde ich automatisch, dass es hier um die Dichte geht. Dichte von Eisen. Dann kommt eine Nebenrechnung. Wenn ich die Nebenrechnung fertig habe, kann ich meine Formel vervollständigen und der Rest ist dann pure Technik. Zum Schluss der Antwortsatz, sonst gibt es keinen Punkt. Noch was dazu, werden sich vielleicht manche Mathelehrer jetzt die Haare raufen. Es gibt das mathematische Lösungsverfahren, das nennt sich eine Lösung erraten. Ohne Quatsch, wirklich. Eine Lösung erraten heißt, wenn ich jetzt wirklich nicht durchsehe, nehmen wir es mal wie folgt an. Ich gucke mir die Aufgabe an, ich habe mir das alles so hingeschrieben, ich finde trotzdem keine Überlegung. Und denke dann aber, warte mal, also was ich so gesehen habe und halte es so mit Händen und sage, na vielleicht mehr als 30 cm und schreibe da hin, ich schätze 30 cm müssen die Scheiben groß sein. Dann habe ich die Lösung erraten. Dann gibt es darauf später in der Prüfung sogar noch einen Punkt. Wichtig. Nicht nur deswegen, rein formal, sondern natürlich auch, damit ich mir klar mache, was wurde denn gefragt. Aber wenn ich gar nicht durchsehe, habe ich hier schon mal einen Punkt gerettet. So, machen wir eine Pause und dann wird geübt. Gibt es dazu Fragen? So, grundsätzlich dazu, bei diesem Thema gegeben gesucht Lösung, unbedingt, ganz wichtig, eine Skizze. Sonst ist man bei den meisten Aufgaben ganz doll angeschmiert. Wir haben folgende Aufgabe jetzt zum Üben genommen. Ideal zum Zuhause mitüben. Geht wie folgt. Ein Swimmingpool mit 5000 mm Durchmessern. Ich schreibe gegeben. Schwupp. Die Skizze muss nicht schön sein. 5000 mm ist der Durchmesser. Ne, durchmessen heißt er komplett durch. 5000 mm. Hat eine Wassertiefe von 12 Dezimetern. Okay, dann fülle ich meinetwegen noch Wasser rein. Und sage, gut, das hier sind 12 Dezimeter. Frage. Gesucht also. Schreiben wir hin, Frage. Wie viel Wasser ist im Pool? Wie kann man das übersetzen? Gesucht, VH2O. So, Lösung. Und jetzt mache ich wieder Pause. Gut, erstmal die Einheiten umformen auf Meter. Ich mache das mal in dunkelgrün, damit es besser auffällt. Dann haben wir hier 5 Meter und hier haben wir 1,2 Meter. Jetzt sieht das alles schon wesentlich kleiner aus. So, weiter, nächster Schritt. Natürlich kann man jetzt die Tippeltappeltour gehen und sagen, na und, mache ich erstmal so, V ist Grundfläche mal Körperhöhe, ne? Das passt ja hier, weil Grundfläche und Deckfläche gleich sind. Oder ich gucke im Tafelwerk nach und sage, ich habe folgende Formel gefunden, die ist direkt beim Zylinder dabei, Pi R Quadrat mal H. H oder ist ja in diesem Fall die Körperhöhe. So, jetzt ist der Rest ganz einfach. Dann los, legt los. So, jetzt haben wir das gemacht, wir haben eingesetzt Pi mal und R, Leute, ich empfehle es, schreibt den Radius 2,5 Meter und dann in Klammern zum Quadrat. Wenn ich das ausquadriere, kommt Quadratmeter raus, mal Meter sind dann Kubikmeter und dann kann ich immer noch alles in Taschenrechner eintippen. Und dann erstmal überlegen, kommt denn das hin? Ne? Einfach mal überlegen. Wenn ich jetzt hier überschlage und sage, ach, 5 Meter mal 1,2 Meter, naja, das sind irgendwas mit 6 Quadratmetern, ach nee, dann komme ich automatisch hin, wenn ich so einen Blödsinn von mir her rede, dann merke ich, dass hier was nicht stimmen kann. Dann Antwortsatz, im Pool sind 23,56 Kubikmeter Wasser, entspreche rund 23.560 Liter, weil ja ein Kubikmeter 1000 Liter hat. So, nächste Aufgabe.
Für diese Übungsaufgabe sieht der Text so aus, und wir haben das schon mal vorgeschrieben. Ein Eisenrohr mit einer Wandstärke von 1,2 mm und einem Innendurchmesser von 2,3 cm ist 4 Meter lang. Die Dichte von Eisen beträgt 7,8 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Und die Frage ist, welche Masse hat das Rohr? So, ihr wisst, Lösung geht wie Tippeltappeltour weiter. Na denn. Wenn ich jetzt gleich sage, ist ja schön, welche Masse hat das Rohr? Und ach, ich werde wohl ein Volumen rauskriegen. Kann ich schon mal so anfangen zu schreiben. Rho ist m durch v, ne, das kann man hinschreiben. Da ich ja die Masse suche, nehme ich nochmal v. Und wenn ich jetzt einsetzen will, habe ich also Rho mal v ist gleich m. Und jetzt lege ich los und sage 7,8 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Ach, mal V, ja, schade, ist M. Da muss ich an der Stelle spätestens abbrechen und sagen, okay, mache ich später weiter an der Stelle. Denn mir fehlt das hier. Na, komm. Das fehlt noch. Und wenn das fehlt, ja, dann muss ich was tun. So, also gucke ich wieder ins Tafelwerk und sage, jetzt habe ich ja hier das Volumen noch zu ermitteln. Gucke ich wieder, was ist es, ein Hohlzylinder? Volumen eines Hohlzylinders, V, ist Pi Viertel groß D Quadrat minus klein D Quadrat mal H. Steht da und jetzt kann ich hier weitermachen. Achtung, hier gibt es ein paar kleine Klippen und das werden wir jetzt gemeinsam erarbeiten. Ja, die Klippe besteht darin, dass ich, Achtung, diese Wandstärke auf beiden Seiten habe. Ich muss also sagen, das sind 2,3 Dezimeter plus 2 mal 1,2 Millimeter. Das wird der Außendurchmesser. Den muss ich natürlich noch entsprechend umwandeln. Und wenn ich das gemacht habe, dann kriege ich D. Und jetzt zur Umwandlung, wir haben uns gerade geeinigt, wir rechnen alles in Dezimetern. Dann habe ich hier nicht so viele Nullen. Habe hier zwar mehr Kommastellen, aber mit dem Taschenrechner ist kein Problem. Und ich kann dann wirklich locker weitermachen, denn hier in der Dichte habe ich auch pro Kubikdezimeter und ich will ja wissen, welche Masse. Also brauche ich dann nicht hinterher umzurechnen. Na gut, der Rest ist jetzt wieder Routine. Ich mache jetzt an der Stelle mal das Video aus und mache zwei Teile draus, damit es nicht zu lang wird. Also, auf Wiedersehen im zweiten Teil.